Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Star Wars Battlefront mit dem guten Tombi. Wir sind ja gerade in dem Spielmodus, ich habe vergessen, wie er heißt, sag mal. Kampfstation, genau. Ja. Der Luftkampf war gestern in der Folge und heute geht's hier weiter. Oh, wow, direkt gestorben, ja. Ich habe einfach meine Waffe überhitzt, weil ich Angst hatte. Ich wechsle hier direkt mal. Was ist das? Nimm dies. Oh, hier kam von hinten. So, und jetzt sind wir endlich hier mal auf dem Todesstern und nicht mehr am Rumfliegen. Das freut uns auf jeden Fall. Yeah. Wir hoffen natürlich, dass das jetzt hier möglichst lange geht, ne? Ja, das kann natürlich, das ist abhängig. Also wir müssen jetzt gewinnen, dann ist die Runde gewonnen für uns und komplett vorbei. Oder die Rebellen gewinnen und dann geht's wieder von vorne los. Genau so ist es. Nee, ja. Dann geht's ja darum, um den Todesstern zu zerstören. Ach ja, stimmt und natürlich. Wir müssen den Todesstern zerstören. Oh, ich hab schon Kill. Nee, das war ein Assist. Ich halte mich am Tommy, der ist gut. Aber ich bin hier irgendwie hinter allen, oder? Wow. Ah, da ist noch einer. Der hat mich jetzt erwischt. Pipskin rein. Oh. Nee, das sind einer von mir. Oh, Dioxus Schaden. Weg. Tor, geh auf. Wow. Ah, das mit den Türen, das sieht super aus, ne? Diese Türen, die sich so ganz, ganz komisch öffnen hier. Ja, das ist auf jeden Fall mal ein bisschen unterschiedlich. Das ist mal was Feines. Mhm, ja. So, ach, da ist er ja, der R2. Ja, die müssen wir jetzt ja einfach nur festhalten, sozusagen. Ja, genau. Chewbacca, Vorsicht, nee, mein Pipskin stört dich ja nicht. Eieieiei, fast gestorben hier. Ne, ich bin noch ganz knapp rausgekommen. Ne, du bist gesprungen, hab ich gesehen. Wow, da fliegt Sperrfeuer rein. Ich will einen Furz werfen. Weg! Oh, der hat einen Druide aufgestellt, pass auf. Okay. Oh, mit der Deoxys-Granate machst du hier sehr gute Punkte. Ja, das stimmt. Granaten sind hier wirklich wieder sehr stark in den engen Räumen. Komm, hier, mach die Tür auf. Super. Oh, das hat sich aber nicht gelohnt. Von hinten. Ich bin auch schon tot. Ich glaube, jetzt haben sie es schon, ne? Jetzt sind sie schon bei ihm drin, ne? Ja, jetzt haben sie den R2-D2. Ja, die müssen ihn eskortieren, ne? Der Kopfgeldjäger Boss ist zu eurer Unterstützung. Oh, wer ist dieser Kopfgeldjäger? Boss, ich kenne ihn nicht. Ach, das ist genau wie Dengar ist das einer, der da von diesen Comics, glaube ich, ne? Ja, sowas. Also im Film kommt der gefühlt eine Sekunde vor. Welcher Film? Im Episode 5. Ehrlich? Ja, gibt's diese Szene, wo dann Darth Vader irgendwie zu den Kopfgeldjägern spricht. Und da steht dann Boba Fett rum und da sieht man da so einmal so die Kamera rüberfahren über so ein paar Kopfgeldjäger und da steht dann auch Dengar und Bosk rum. Ach du Jemine. Ja, also so ganz, ganz kurz, den muss man nicht wirklich kennen, wenn man nur die Filme kennt. Dann will ich das mal googeln oder besser gesagt mal die Episode mal angucken mal wieder. Ja, aber wirklich, das ist wirklich sehr, sehr kurz, wie man den sieht. Ja, für mich sind das voll Fremde, muss ich sagen. Also nicht mal ansatzweise kenne ich die. Ja, aber gut, welchen Bösen soll man noch groß einbauen, ne? Welchen Schurken? Chewie! Chewbacca ist besiegt. Oh, ich dachte, ich wäre es wieder gewesen. Chewbacca ist ja auch riesengroß, ne? Ja. Also der ist ja riesig hier. Die sind ja auch groß. Was? Boah, diese Sekundärfeuerwaffe, was ist das, ey? Das ist ja mega stark. Ja, das ist super. Aber da kann man mit den neuen Waffen kann man das machen. Kannst du die ganz normal als Waffe nutzen und als Sekundärwaffe oder was? Ja, also das ist einfach, wenn du anstatt rein zu zoomen, kann man da so ein Sekundärfeuer benutzen. Dann lädt sich die Waffe so auf und dann kann man nochmal schießen und dann kommt so ein riesiger Bolzen. Ich bin gerade am Arbeiten, also ich muss das ja noch freischalten. Ich habe noch eine Menge Kills vor mir. Ja. Das ist ja auch noch was, worauf du dich freuen kannst dann hier. Boah, ich bin die Nummer 1 in Schlechtsein, glaube ich gerade. Oh, ich sterb gerade auch die ganze Zeit wieder. Oh, scheiße. So, wo sind sie? Da bei dir, ne? Oh, da hält ein Druide. Da ist schon wieder so ein Druide. Schieß ihn mal ab. Ich sehe dich. Ah, oh, jetzt hat er mich noch getötet. Die töten einen so schnell, ne, diese Droiden. Ja, ich glaube, das ist kaputt. Ich guck um die Ecke, kommen zwei Leute. Kessen Kosmod 1C. Mein, der hat mich schon ein paar Mal gekillt. Aha. So, was ist das hier für ein Raum? Guck dir den mal an. Ist das die Ich glaube, das soll diese Müllpresse darstellen, ne? Die ist aber scheiße dargestellt, finde ich. Ja, ist vielleicht nicht die gleiche. Vielleicht gibt es da mehrere. Das stimmt. Damit haben sie sich hier entschuldigt. Rausgeredet noch so. Ja, das ist aber nicht, das ist so eine andere hier. Oh, warum kommen die denn hier alle? Ah. Oh. Wow, Selbstmord! Ja. Der Tür ging gerade zu, als ich Sperrfeuer geschossen habe.
Ah, das ist unglücklich. Okay, ich bin wieder bei dir. Wo sind sie denn hier? Da vorne. Angreifen. Sollen wir den Erzbo jetzt zerstören oder wie sieht's aus? Ich glaube, man muss den abschießen, ne? Tür auf. Jetzt ist er okay. Oh, da liegt einer ganz komisch. Oh, das war ganz knapp. Dioxis-Granatenkill. Ey, weißt du, wie lange ich gebraucht habe? Das zu kriegen für die Aufwertung, ey, Hammer. Das dauert wirklich super lange. Aber hier mache ich Kills damit ohne Ende. Ach nee, jetzt werde ich hier schon wieder von so einem Druiden. R2 steht hier, jetzt kommen sie von hinten. Nee, kommen sie nicht. Oder kommen sie doch, wer weiß. So, gut. Hast du denn schon mal einen der neuen Helden nehmen können hier? Nee, die sind immer besetzt, jetzt noch nicht. Wenn ich hier das Glück hatte. Die laufen da auch alle hin, ne? Wie so Bekloppte, rennen sie da sofort hin. Chewie will ich ja unbedingt mal auszuwählen, muss ich sagen. Einfach mal Chewie rumrennen. Ja. Also hier hatte ich den bis jetzt auch noch nicht. Ich habe extra mal Helden gegen Schurken gespielt, um den mal auszuprobieren. Aber da ist natürlich auch immer was anderes, als wenn man den hier so gegen so Normale spielt, ne? Das stimmt. So, oh. Also wirklich, ich bin seit vielen, vielen Folgen richtig mies. Richtig mies. Und vielleicht nochmal besser. Au. Oh. Ja. Vielleicht. Bewachen. R2 bewachen. So. Oh, ich hab's doch vorbeihüpfen sehen. Quasi. Häng. Alle hier in diesem Raum drinne. Ja, weil der blöde R2 hier ist. Granate. Eieiei. Ja, vielleicht gewinnen wir jetzt ja direkt schon hier. Oh Mann. Das war nicht so schlau. Nein, ist doch unfair, ey. Mann, ich hab den zuerst gesehen. Und der tötet mich. Ich hab schon 7 Kills, 21 Verluste. Was ist das? Wie ist das denn? Folgen schon. Wow. Jetzt wo? Sag mal Geräusche. So. Aber schieße ich schon wild auf alles, was sich da bewegt. Der arme R2, der macht Sounds hier. Stoppen, stoppen, Peter. Ach, ich krieg's nicht in hier. Ihr seid aber R2, den habt ihr. Das ist sehr gut. Ja. Ich habe sogar einen Kill gemacht, ausnahmsweise. Dass wir so einen Schütze haben. Auch von hinten kommt eigentlich einer. Von hinten kommt wieder einer. Ja, jetzt kommt von links einer. Warum beschützt ihr mich nicht, Menschen? Warum beschützt ihr mich? Ich hier sind doch, sie oder was? Ich brauch doch Erfolg. Ich brauch doch Motivation. Wow. Also die Deoxys-Granaten liegen immer gut, egal wo sie hinschießt. Ja, glaube ich. Oh nee, ja, ich werde hier immer noch getroffen. Auch von meiner Nein, ich kam auch nicht mehr weg. Er wurde angehittet und dann ist er aus die Maus. Warum haben die eigentlich überall so tiefe Löcher ohne Geländer gebaut auf diesem Planeten, auf diesem Stern hier? Was soll denn das? Ja, frage ich mich auch. Ich bin da auch direkt beim ersten Mal hier reingefallen. Wieso, warum machen wir da kein Geländer hin? Ja. Denkt ihr keiner an die Kinder? Sieht gut aus für die Gegner. Die schaffen's. Ja, 2 Minuten noch. Ich weiß nicht. Das könnte knapp werden, oder? Ja, die sind ziemlich weit schon mit dem R2-D2. Na stimmt, der fährt jetzt hier erreicht. Oh, das haben sie schon. Ja, schade. Gut, nochmal fliegen also. Hier. Tunisch in Oberfläche. Also sie haben damit den R2-D2 gerettet. Genau. Und jetzt müssen sie noch den Todesstern irgendwie in die Luft jagen hier. Genau, und bekommen die Informationen, wie sie den platt machen können. So, jetzt hat man dieses elendlange... Nee, guck mal, geht sogar schnell. Ist gar keine Wartezeit, ne? Nee, das haben sie irgendwie gut hingekriegt, ne? Das aber jetzt 50 Sekunden erwarten wäre ziemlich albern, ne? Ja, das wäre wirklich albern. Also ich habe hier Ziele aber dennoch noch nicht so 100% verstanden. Ja, irgendwie müssen wir immer nur diese 3 Leute ausschalten, ne? Also 3 sind immer wahrscheinlich die es machen müssen. Ja, so habe ich das auch verstanden. Die müssen immer im Graben durchfliegen und dann den Todesstern in die Luft jagen. Und wir müssen das einfach verhindern. Ich explodiere einfach so. Mach mal so random. Ich habe 25 Verluste und
8 Kills. Ach, das liegt doch alles am Fliegen hier. Ja, ich bin unschuldig. Wenn man da auch nicht, da auch nicht seinen X-Wing fliegen darf, ne? Wo ist der hin? Fliegt ja auch echt ungern mit den TIE Fighter. Oder TIE Jäger. Mann, da sind auf einmal so Pöllerer im Weg. Was soll denn das? Oh Gott, mein Zuschauer will mich wieder auslachen. Ach, Quatsch. Leute, ich hasse mich. Nein, Quatsch. Also, Fliegen muss ja nicht jedermanns Sache sein. Du machst das alles mit dem Charme wieder wett. Aber die scheinen das Ziel zu haben, mit dem irgendeinen Ort zu erreichen. Das ist alles. Ach, ich sterb schon wieder nur. Ah, Schild aktiviert. So. Angreifen. Ich will ja, aber die fliegen doch einen scheiß Graben und von denen kommt auch wieder einer. Och, man kann ja gar nicht angreifen, aber sofort ist einer hinter einem. Die werden den verfluchten Todesstern zerstören. Wahrscheinlich, ja. Ich krieg's auch nicht hin. Hoffen wir mal, dass wir hier fähige Leute noch im Team haben, sonst... Ich fliege jetzt da unten rein irgendwo und ich habe keine Ahnung, wo der reinfliegt. Ich sehe auch nicht, wo der Weg ist. Ich bin mal so mutig. Nö, ist sogar kein Weg. Ich fliege wieder raus. Da muss man diese Map, oder besser gesagt diesen Todesstern einigermaßen kennen. Damit man weiß, wo man hinfliegen soll. Hier, da unten. Nee. Alter, ich habe da keine Chance, ne? Nee. Okay, die flutschen da so durch. Man muss echt langsam fliegen, aber dann werde ich sofort erschossen. Kaum Chancen. Ja, bloß als Rebell kriege ich das auch nicht wirklich gut hin. Wenn ich da fliegen muss, durch die Schlucht. Das schaffe ich irgendwie nicht schnell genug. Was ist denn ein B-Wing? Ich glaube, das ist genauso wie dieser TIE-Bomber, den man da einsammeln kann. Für die Rebellen. Mann, hör doch mal auf mit deinem Schutzschild, du Feigling. Oh, wird er explodiert? Na, wo ist denn der hier? Der ist irgendwo schon unten drinnen, ne? Den wir angreifen müssen hier. Gegen einen Flieger. Ach so. Ich fliege hier mal so in den Graben rum und da kommt eine Wand. Ist das gemein. Also, wenn du die gut kennst, kriegst du das hin wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht mal, wo man hier runtertauchen darf. Ich flieg da auch immer so langsam, wie es geht, aber das bringt leider nicht viel, weil die einfach schneller sind als ich dann. Ich bin einfach doof, ich flieg immer gleich schnell. Das ist mein Problem. Nee, das habe ich schon ganz gut raus, glaube ich, mittlerweile. Jawohl, Spieler getötet. Ich glaub's nicht. So, jetzt ins Neue hier. Drossel mal. Drossel mal meine Geschwindigkeit auf Minimum. Flieg mal durch so einen Graben. Ganz gemütlich hier oben. Keine Ahnung. Ja, dann geht es, aber ist auch immer noch schwer teilweise, wirklich. Ja, vor allem bin ich jetzt da lang geflogen, hat überhaupt keinen Sinn gehabt. Ja, das auch. Also fliegerisches Können ist da tatsächlich wirklich wichtig. So, jetzt langsam. Ich muss jetzt mich konzentrieren. Boah, jetzt kommt einer entgegen. Was ist das denn? Bringt nichts, hier durchzufliegen für mich. Da kommt er. Behoden. Mann, warum fliegt meine Rakete einfach vorbei? Ich will doch nicht töten. Mehr nicht. Ich bin der letzte Pilot auf diesem Planeten, ehrlich. Ich habe es gerade geschafft, hier einen auszuschalten von denen. Immerhin habe ich 10 Kills jetzt schon, also möchte gern Kills. Aber nicht hoch. Ja, das sieht aber für die nicht so gut aus diesmal. Irgendwie halten wir das tatsächlich mit unserem Suizidkommando ab. Ja. Aber wir haben ja auch einen anscheinend, der kann ganz gut fliegen, ne? Der hier bei uns Erster im Team ist. Ja, 4923, also der macht das hier wohl für uns. Ich hab einen, den ich angreifen soll. Rot 3. Nein. Hinter dir. Wenn ich was machen dagegen könnte, würde ich es ja machen. Oh, ich treffe doch. Und er ist wieder explodiert. Was? Ich fliege auf den Kopf. Wie soll ich das denn schaffen? Oh, jetzt wird's knapp. Ah, nicht geschafft hier. Einfach mega. Das sieht sowieso geil aus, aber hat leider... Flügelmann kann ich jetzt wählen hier auch.
das war immer mein Traum, seit ich ein Kind bin, da mal rumzufliegen. Und wir hätten nicht gedacht, dass das so schwer ist. Ja. Das ist wahrscheinlich echt. Boah, ich krieg's auch nicht hin hier. Vor allem haben die überall Geschütze hier stehen und die machen überhaupt nichts. Nee, das habe ich mich auch schon mal gewundert, ne? Die Roboter hier bringen echt nicht viel. Also ich kann nicht langsam Geschütze durch den Graben fliegen, ohne kaputt geschossen zu werden. Das ist echt hardcore, ne? Mhm, also das ist wirklich hier. Weil du hast sehr, ja so sehr schwierig. Random sofort hinter dir ein, ne? Der spawnt neu und ist dann hinter dir. Das ist ja, ja Wahnsinn. Dann bringt mir das so alles nichts. Ja, da fehlt mir dann das Gefühl, dass man dafür kämpfen muss, dass man da reinkommt. Ich mach dich platt. So, aber ich glaube, wir gewinnen immerhin, ne? Sieht zumindest so aus. Oder nicht. 30 Sekunden noch. Dieser rote Button ist irgendwie kleiner geworden. Kommt dann eigentlich irgend noch so eine Endsequenz? Nee, ne? Ich weiß nicht. Eigentlich hätte man dann ja sowas machen können, wie dass die dann Alderaan zerstören oder sowas. Aber ist wohl nicht. Ach, Mist. Okay, jetzt haben wir noch 10 Sekunden. Ich fliege einfach mal weg vom Todesstern. Nach Wochenende. Oh. Einfach mal Wochenende. Das ist doch super. Wie soll auf der Map sein? Okay, wir haben. Die Zeit ist um. Sieg! Jetzt, ja. Da, gewinne eine Runde im Kampfaktions-Spielmodus. Blablabla. Guck mal, ich bin wenigstens ein unter dir. Oh, guck mal, du bist aber auch oft gestorben. Ja. Ja, richtig oft. Also, nee, beim Fliegen, das geht gar nicht bei mir. Also, Gut. Ach. Aber wir haben damit die Runde beendet. Also, es geht nicht weiter. Das wird ja eh nicht weitergehen, weil eh der Endkampf. Ja, genau. Aber es kommt auch kein. Juhu, der Todesstern ist noch da. Passiert gar nichts. Die feiern nicht. Nee, da geht's gleich in die nächste war halt Schlacht. So erwartet, ne? Ja. Gut, dann danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao.